Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Aerial Hoop Tutorial bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Ihr seht, im Moment bin ich so halb abgeschnitten. Heute geht es um eine Arbeit mit dem Hoop in der oberen Ebene und sogar mit der Aufhängung. Gilt bei Spin City in der Ultimate Hoop Bible und zu den Advanced Figuren. Jeder sieht es natürlich ein bisschen anders, was schwierig ist und was nicht so schwierig ist. Wir arbeiten oben, deswegen ist es wichtig, dass es ihr hier oben seht. Foot Block Split heißt diese Übung. Und ich versuche mich wieder ein bisschen zu drehen und es euch gleichzeitig zu erklären. Schultern schön tief, leichte Drehung mit. Gut, kommt zum Sitzen. So, wenn ich hier oben sitze, dann nehme ich die Hände auf circa 13:30, 10:30 im Obergriff. Ich greife von oben auf den Hub. Jetzt ziehe ich mich, Bauchnabel nach innen, erstmal hier hoch und bringe beide Füße hinter den Hub. Hier nach oben. Und jetzt lasse ich einen Fuß hier und das andere Bein senke ich ab und drücke mein Brustbein nach vorne. Und dadurch, das ist kein richtiger Split, das ist eher eine Grätsche, kommt ihr in diesen Foot Block Split. Zum Lösen Bauchnabel nach innen, vorsichtig absetzen, Zehen entkrampfen, sollten die gekrampft sein, und dann in einer schönen Art und Weise wieder runter. Ich greife hier links um und rutsche hier seitlich raus, schiebe mich weg und jetzt kann ich, weil der Hub so niedrig ist, schön auf den Boden kommen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.